So, das ist die momentane Form. Da geht noch einiges. Ja, meine Brust ist ziemlich klein. Die trainiere ich nicht so. Aber ich mache ja eh kein Bodybuilding. Will aber trotzdem mal so ein bisschen ja, den Fortschritt dokumentieren. So ein kleines bisschen zumindest, wie das mit der Rohkosternährung und ja, mit dem Saftfasten aussieht, auch nach dem Saftfasten. Also wir haben jetzt circa 10 Tage nach dem Saftfasten. Ich habe mich gerade gewogen und ich wiege immer noch 75,5 Kilo. Also ich war auf 75 Kilo runter. Also bisher kein Jojo-Effekt. Ich habe jetzt halt auch nicht eine Woche lang irgendwie Berge zu mir genommen an Essen. Also ich habe keinen Jojo-Effekt, wie das viele irgendwie gedacht haben oder denken würden. Und ich habe wirklich im Saftfasten noch 500 Kalorien täglich zu mir genommen für 28 Tage. Habe jeden Tag ein bis zweimal intensiven Sport betrieben, wie ich den noch nie so intensiv betreiben konnte. Ich habe immer bis zu körperlichen Grenzen trainiert, dass mir also irgendwie extrem schwindelig wurde oder dass ich gemerkt, dass mir mein Körper einfach gesagt hat, dass da irgendwas kaputt gehen würde, wenn ich jetzt weitermachen würde. Bis zu der Grenze habe ich täglich trainiert und habe so dann täglich über 6000 Kalorien verbrannt und dadurch halt auch täglich 1 Kilo abgenommen für 2 Wochen. Die erste Woche war halt nicht so viel und die letzte Woche gar nichts mehr. Und ja, das wollte ich also ein bisschen mal dokumentieren. Wie geht es also immer noch so? 75,5 Kilo, also 500 Gramm nur mehr, was daran liegt, dass ich jetzt halt was im Darm habe. Beim Saftfasten habe ich ja keine Nahrung im Darm. Und jetzt haben wir 6 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Und zoom mal raus. Das ist meine erste Mahlzeit, um meinen Körper, also die Maschine, in Gang zu setzen, sozusagen anzukurbeln, damit das fließt, damit die Qi-Energie fließt. Ich habe vor 2 Stunden 2 Esslöffel von dem gestern gemachten Ketchup noch genascht, deswegen hatte ich danach wieder keinen Hunger für weitere 2 Stunden. Deswegen haben wir schon 6 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Es gibt jetzt 3 Orangen. Das wird circa 400 Milliliter gibt es an Saft, das sind 200 Kalorien. Und gestern die 1000 Kalorien, die ich zu mir genommen habe, das war so, also die letzte Mahlzeit, die hätte ich gar nicht mehr gebraucht und ein Drittel des grünen Smoothies hätte ich eigentlich auch nicht gebraucht. Ich habe es dann aber halt gegessen und weil ich das vorhatte, habe ich es einfach gemacht und dann gegessen. Heute gucke ich mal. Die zweite Mahlzeit wird wahrscheinlich wieder ein grüner Smoothie sein, diesmal ein bisschen weniger. 3 bis 4 Bananen. 100 bis 150 Gramm Spinat, gefiltertes Wasser, so 350 Kalorien und dann gucke ich, ob ich noch Bock habe. Also ich werde jetzt zwischen 500 und maximal 1500 Kalorien essen. Ausnahmen gibt es immer, vielleicht auch mal gar nichts. Einmal die Woche werde ich wahrscheinlich nur Säfte trinken, aber heute habe ich noch Bock auf diesen Bananen-Spinat-Smoothie. Das wird so die Zukunft geben und ich habe halt auch noch das Saftfasten vor demnächst wieder. Aber ich werde mir das jetzt nicht aufzwingen. Also wenn sich das richtig anfühlt, das zu machen, dann mache ich es. Wenn nicht, mache ich es nicht und esse einfach so weiter. Wenige Kalorien, da entgifte ich auch gut. Ich werde mir wahrscheinlich heute auch wieder mal einen Einlauf zur Abwechslung machen. Gucken, wie das wirkt. Und ja, sportlich soll es jetzt auch wieder mehr losgehen. Also ich hatte ja eine Woche circa einen Hänger. Ich habe vorgestern was gemacht, gestern was gemacht. Und heute muss ich mal wieder mit dem Laufen beginnen. So, wir haben jetzt 10 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Und die 3 Orangen waren doch ein bisschen wenig, weil ich nicht sofort irgendwie danach Sport gemacht habe. Sonst hätte mir das gereicht. Aber ich habe dann noch ein anderes Video geschnitten, wollte ich fertig kriegen. Und deswegen habe ich mir jetzt 2 größere Mangos gemacht. In der Mitte liegen die jeweiligen Mittelteile. Ja, und dann habe ich mir noch Brennnesseln aus dem Garten geholt, wenn ich nachher noch irgendwie Bananensmoothie machen kleinen. Und ich mache bald eine Bestellung bei Orkos.
75,5 Kilo. Man sieht, da gehen noch bestimmt 7 Kilo runter. Bauchmuskelansätze sieht man gerade so eben. Hier haben wir noch einiges an Fett. Vielleicht auch sogar noch Wassereinlagerung. Aber ich bin schon relativ zufrieden mit der Fitness, die mit der Entgiftung einhergeht. Und ja, der Leichtigkeit einfach beim Joggen durch die 15 Kilo Gewichtsabnahme und durch das Entgiften. Ich muss langsam auch mal wieder Muskeln aufbauen, also Kraft aufbauen, beziehungsweise sehr schwere Gewichte bewegen. Ja, damit ich einfach nicht aus der Form komme. Naja. So, das wird die letzte Mahlzeit für heute. 3 Stunden vorm Schlafen gehen. Hier habe ich ein paar Brennnesseln gesammelt. Ein paar Blätter. Ein Cup oder so, könnte man sagen. Da ich aber relativ stark entgifte momentan und Mineralstoffe brauche, um den Körper basisch zu halten, tue ich trotzdem noch ein bisschen Rest vom gefrorenen Spinat rein. Müsste eigentlich lang, also nicht viel. Und mach dann noch 3 oder 3,5 Bananen rein. Wieder sehr schöne Farbe, wie ich finde. Sehr gute Konsistenz und schmeckt wirklich hervorragend mit Brennnessel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich probiere noch mal kurz, um die Süße zu checken. Ja, es ist nicht ganz so süß mit 3 Bananen. Aber die Bananen sind so lecker auch. Richtig geil. Werden jetzt circa so 350 Kalorien sein. Es ist also wirklich sehr viel Wasser drin. Sieht man vielleicht auch an der Konsistenz. 350 Kalorien. Dann hatte ich die 2 Mangos, die sind 400 Kalorien. Die waren halt ein bisschen größer als normale. Die waren mir eigentlich auch schon zu viel als zweite Mahlzeit, habe ich gemerkt, aber ich wollte die dann halt natürlich aufbrauchen. Man lernt ja, das sind dann 750 Kalorien und heute Morgen der Saft von 200, so 950, bin ich wieder bei ca. 1000 Kalorien. Und ich war vorhin laufen. Also ich habe 10 Tage war ich jetzt nicht laufen durch den kleinen psychischen Hänger. Und ich war gerade wieder in 4:42 Pace, also 4 Minuten 42 Sekunden pro Kilometer für 8,6 Kilometer als Einstieg laufen. Und es hat sich nicht schwierig angefühlt. Es war eigentlich ziemlich gechillt, was letztes Jahr. Und genau das bin ich im Silvester auf 10 Kilometer als Wettkampf gelaufen, diese Pace. Und jetzt ist sie einfach total gechillt. Das ist so richtig geil. Naja, wir werden weiter gucken. Bis dann.